Ja, Cedric, dann erzähl uns mal kurz. Also wir haben jetzt den Halo-Ring erobert, der. Nee, nee, ihr habt jetzt gerade das Schiff, was dafür sorgt, also was die Spirit of Fire angegriffen hat, erfolgreich vernichtet. Ja. Und das auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Die KI sagte ja, es gibt ein paar Regeln und eine wird sie brechen und das ist, greift nicht die Arche an. Die Arche wehrt sich. Und man hat es ja gerade gesehen, wie sie es macht, indem die Wächter einfach als Schwert dienen und einfach so ein Schiff so lange angreifen, bis es zerschnitten ist. Ja, also haben die das eigene Schiff quasi. Ja, die haben sich aufs Alienschiff geschlichen. Die Genau. KI hat es gehackt, hat den Plasmastrahl benutzt, womit die Aliens früher immer die Planeten der Menschen verglast haben. Hat diesen auf die Arche gerichtet und dadurch die Wächter aktiviert. Ja, und wir Man sind muss da, man dann. muss da, man muss dazu sagen, die KIs sind sehr menschlich, weil KIs durch den menschlichen Verstand erst erschaffen werden. Menschen scannen ihr Gehirn und dieses Muster wird einer KI übertragen. Dadurch wird eine KI erst geboren. Und eine KI hält nur 7 Jahre, danach zerfällt sie und wird wahnsinnig. Okay. Das passierte mit Cortana ja auch. Ja, Isabelle, ich bin immer noch der Meinung, dass Isabelle die Synchronstimme von Emma Stone hat. Wenn ihr es besser wisst, schreibt mal. Vielleicht kriegt ihr es ja auch raus. Ich habe es schon am Samstag nachgeguckt, aber auf IMDb und so dazu nichts gefunden. Schade, das hat mich mal interessiert. Ja, was auch schade ist, die Statistik hier. Verbannte mit dem Kodiak getötet. 29 von 30. Mit Scharfschützen nach Das Plasmaminen suchen. ist sehr traurig, ja. 34 von 50. Ich denke mal, man hätte alle Plasmaminen davon kaputt machen müssen. Ja, und ohne Ja. einen Kodiak zu verlieren. Da blutet mir das Kodiak-Herz. Ne? Ja. Sag mal, war Kodiak nicht auch so eine Fotofilmmarke? Bitte was? Hast War du da Geld für? Kodiak? Nee, aber wir erwähnen das ja die ganze Zeit, aber war das nicht auch so eine Marke? Kodiak. Vor etwa 30 Ja, Minuten für haben wir den Filme? Kontakt zu mehreren Landungstrupps auf Also dem neuen für Halo-Ring Kamerafilme? verloren. Kurz darauf Nein. wurde ein massiver Verband mit Nein. Kugels bestätigt. Wird der Nein, neue Ring gut. gestartet, aktiviert die Arche Zugangspunkte, damit Wächter ihre Arbeit abschließen können. Zielzeit Atriox wird seine 25 Truppen über Minuten. diese Punkte schicken. Braucht Wir müssen 51. den Aufmarsch der Ja. Verstärkungen an Ja, diesem wegen den Zugangspunkt Nebenmissionen halt, aufhalten, ne? bevor unsere Truppen auf Ja. dem Halo überwältigt werden. Danach können wir unsere Truppen nach oben schicken, um die Verbannten vom Ring zu vertreiben. Und Captain, wenn ich das hinzufügen darf, versuchen Sie, den Schaden auf ein Minimum zu begrenzen. Die Gießerei ist praktisch der Geburtsort aller Halos. Wir könnten Gießerei. noch so viel über Hyperraumreisen und Schwerkraftmanipulationen lernen oder die größten Waffen aller Zeiten bauen. Also jagen Sie sie So, aber einfach bevor nicht. du jetzt auf Fortfahren drückst, gehe ich schon mal eben kurz AFK. Ihr habt es gehört. Drücken trotzdem auf Fortfahren. Zeit, uns einfach durchzuballern. Mit jeder Sekunde, die wir warten, führen die Verbannten über den Zugangspunkt mehr Truppen auf den Ring. Wir müssen die Gießerei erreichen, damit keine Verbannten mehr auf den Ring gelangen. Der Plasmastrahl dieses Scarabs könnte die Barrikaden der Verbannten leicht zerstören, wenn wir ihn erobern können. Da weiß ich genau die Richtigen. Alice, Douglas, kämpfen Sie sich durch und erobern Sie den Scarab. Mit Vergnügen. Wehrt sie ab! Spirit of Fire! Wir brauchen Unterstützung! Wir schaffen das nicht allein! Unterstützung ist unterwegs. Haltet durch! Yo!
keine großen Fortschritte gemacht, seit wir hier sind. Das werden wir ändern. Wird erledigt. Neue Befehle. Wir müssen einen Scarab erobern, um die Barrikaden zu zerstören. Das muss ich sehen. Unsere Kanonen gehören euch. Bereit, ihr seid überlegt. Da wäre ich auch wieder. Alle Einheiten. Ja, willkommen zurück. Trupp, wir rücken aus. Verstanden. Alle Einheiten. Rücke auf. Alles rückt auf. Blisterdecks bewachen das Tal. Zur Sicherheit sollten wir die am besten direkt ausschalten. Ganz einfach. Jetzt habe ich das Briefing nicht ganz mitgekriegt. Rücke auf. Alice rückt auf. Rücke auf. Bin unterwegs. Wir sollen Scarab erobern. Hab Sichtkontakt zum Feind. Ich zeige dir, dass du da noch auf dem Bereich der Schmerzen geraten. Wir laufen. Bin unterwegs. Beeilung, sie schicken mehr Truppen zum Scarab. Er ist wohl fast repariert. Wenn wir ihn nicht erreichen, bevor die Verbanden ihn repariert haben, bleiben wir an ihrer Verteidigung hängen. Weißt du, Alice, ich wollte schon immer mal so ein Ding fahren. Okay, dann. Einer von uns sollte sowieso am Boden bleiben. Sag nicht, dass ich dir nichts gönne. Los, los, los! Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Zerstören sie die Anlagen, dann bringen die weniger Truppen aufs Halo. Rücke auf. So. Alice rückt auf. Können wir leider kein Camp bauen. Ich glaube, das wird auch nur so eine reine Mach so schnell wie möglich, zerstöre alles unterwegs Mission. Treibt sie zusammen und macht sie nieder. In der Nähe ist noch ein Blisterband. Fuck. Wir werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. So, ich denke mal, wir müssen gleich. Jetzt ist die Drohne bereit. Ich denke mal, wir müssen gleich noch eine Base aufbauen, deswegen auch die ganzen Ressourcen. Ja, aber ich denke erst, wenn du den Scarab hast. Achtung, Feindbeschuss. Sind Feinde. Ihr werdet unseren Scarab nicht bekommen. Dämonen! Schiffsmeister, ich habe die Position der Menschen! Spartans, ein Ehrengardist der Verbanden überwacht die Reparatur der Scarab. Ist schon was her, dass ich das Vergnügen mit einem Ehrengardisten hatte. 3-0 wird verboten. Jerome, Ihre OAST-Verstärkung ist unterwegs. Ach, Gott sei Dank. Ausrücken! Das ist nur hier vor hier. Halten Sie Ihnen ein! Übernehme Gebäude! Hellenspringer bereit! Die werden nicht wissen, wie ihnen geschieht. Anführerpunkt erhalten. Alice 130 meldet sich zum Team. Rücke auf. Im Laufschritt. Bin unterwegs. Also die Garnison. Schon unterwegs. OASP werden aus der Luft. Rücke auf. Alice rückt auf. Feindgesichtet, wachsam bleiben.
unseren Träger zerstört, Dämonen. Ich werde eure Asche in alle vier Winde verstreuen. Ich, Belzaha, werde meinem Clan eure Köpfe bringen. Das ist für meine gefallenen Brüder. Das wird mich nicht aufhalten. Achso, oh, da ist noch einer. Wir können nicht mitbekommen. Ich bin verwundet. Ja. Die Ehrengard ist es raus aus dem Kampf. Douglas, du bist dran. Alice 130 meldet sich zum Dienst. Wie er dem Ehrengard ist. Einfach das Rückgrat. Reiter nicht besser als ein Warthog. Oh, ich darf ihn steuern? Douglas rückt auf. Ich bin unterwegs. Geil. Feindliche Einheit gesichtet. Aus der Bahn! Ich bin in irgendwas getreten. Douglas, zerstör die Barriere! Wir haben schließlich nicht alle einen Scarab. Ein wunderschönen Gordon, ich grüße dich. Vor Lufteinheiten und Fahrzeugabwehr. Schön, dass halten du da bist. Sie Truppen bereit, um schnell auf Angriffe reagieren zu können. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Bis dann, Sir. Ja. Natürlich sehr witzig, so eine Superwaffe zu haben, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, wie gesagt, die Unterhaltung ist sehr gut, so von wegen 5 Minuten im Skyrim gewesen. Oh, ich bin auf irgendwas getreten. Das ist stimmt. Schützen Sie den Scarab, bis er die Barrikaden zerstört und einen Weg für unsere Truppen freigeräumt hat. Die Basis zerstören. Wir brauchen jeden Vorteil, um weiter vorzurücken. Weil die Jäger machen Schaden. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Ja, stimmt. Scheiße. Anführerfähigkeit bereit. Oh, fuck! Deine Reparaturdrohne ist einsatzbereit, ne? Ja. Tivo Energie? Ja. Nee, ich glaub, weiß ich nicht. Anführerpunkt erhalten. Alles? Wir müssen dir auch sein, Besorg. Errichten Sie eine Basis. Sie werden zusätzliche Truppen brauchen. Ah. Richten Sie eine Basis. Sir, yes, Sir. Eine Basis errichten, das kriege ich hin. Banshees, haltet sie vom Scarab fern. Im Laufgriff. Lufteinheit bedrängt mich. Feindliches Gebäude zerstört. Halt, bereit.
Kann er Flug anhalten. Oh, lauf zurück. Nee, Flugeinheiten hat er jetzt zurzeit ein Problem gegen. Feuerbasis errichtet. Die Verbanden haben Basen am Rand der Gießerei errichtet. Sie schicken über den nahen Zugangspunkt Truppen zum Halo. Zerstört diese Basenteam. Wir müssen verhindern, dass die Verbanden Verstärkungen auf den Halo schicken. Sonst können unsere Truppen ihn nicht halten. Meiner Schätzung nach bleibt uns nicht viel Zeit. Sorgen wir dafür, dass wir gewinnen. Kriegen wir hin, oder? Ja. Vielen Dank für den Follow. Ich glaube, das war unser 30. Follow. Vielen, vielen, vielen Dank. Nachschubmodul errichtet. So, halten Sie die Verbandenverstärkung auf. 30 Minuten. Geile Sounds macht das Teil, ne? Luftfahrzeugdepot errichtet. Wie gesagt, die Soundkulisse ist der Wahnsinn. Wahnsinn, ja. Oh, super, wirklich. Wir haben ja auch den ersten Teil mit erworben hier. Dementsprechend, bin ich mal gespannt, wie der erste auch so ist. Achso, wir haben das hier auch zur Verfügung. Ah ja, stimmt. Das ist ja eine Garage errichtet. The Garage. Nachschubmodul-Upgrade abgeschlossen. Hätte es auch die ganze Zeit noch an Nachschubtruppen kommen können? Ja. Oh gut, das weiß man ja erst im Nachhinein, ne? Bereit, ein paar Fieslinge in den Boden zu starten. Ja schon, die Missionen werden tatsächlich irgendwie immer länger. Ja, wir versuchen unser Bestes, dass es nicht ganz so lange dauert. Anführerpunkt erhalten. Anführerpunkt. Anführerfähigkeit bereit. Generator-Upgrade abgeschlossen. So, Generator-Upgrade abgeschlossen. Dann wollen wir hier mal einen zweiten Generator-Upgrade machen. Das erinnert mich immer an Wild Wild West, den Film. Kennst du den? Ja. Die komische Spinne von dem einen Typen. Ja, ja, ja. Diese Hydraulikspinne. So. Generator-Upgrade abgeschlossen. So, jetzt kriegen wir schön viel Energie. So, dann können wir hier nochmal Heilung springen lassen. Für unseren Scarab. Nachschubmodul-Upgrade abgeschlossen. Damit er uns nicht gleich so schnell absäuft. RS-130 bereit zum Einsatz. Die Frage ist jetzt halt, wie viel Schutz brauchen wir hier, ne? Ja. Sicher, sicher. Du solltest auf jeden Fall ein paar Wolverines mitnehmen. Bei dem Scarab. Damit die Banshees abschießen können. Ja. Geschütz errichtet. Wie viel dazu? Gut. Das muss von dir schneller kommen, Cedric. Marines melden sich zum Dienst. Durchladen und entsichern. Wolverine hier, zeig mir meine Schiene. So. RS-130 meldet sich zum Dienst.
sind ein paar Flüchtlinge im Boden. Alice 130 meldet sich zum Flug. Marschflank ist bereit. Systeme justiert. Geschütz errichtet. Die haben doch den Scarab nicht angegriffen. Nee. Geht doch noch. Luft. Ich glaube, eine Nightingale bauen wir mal für den Scarab, weil der kann ja durchgehend heilen. Aber sowas von, Fabian. Ich freue mich schon riesig morgen, Nio. Morgen schön auf Versagen. Ich freue mich jetzt schon auf die Bissspuren im Controller. Gut, dass wir zwei haben. Einen in Reserve. Das wird richtig gut. Das wird richtig, richtig gut. Oh, hier. Unsere Codex können wir bauen. Eine große neue Liebe, ne? Ja, den Codex irgendwie schon. Was ist jetzt schon wieder? Nachschubmodul errichtet. Geschütz errichtet. Geschütz aufgerüstet. Sammelpunkt festgelegt. Upgrade erforscht. Keine Geduld. Keine Geduld, der Bub. Deswegen warst du die ganze Zeit auch nicht da. So, so, so. So supportest du das also. Unmöglich sowas. Anführerfähigkeit bereit. Granatenwurf erforscht. Geschütz aufgerüstet. Luftfahrzeug Level 1 erforscht. Nachschubmodul errichtet. Wenn wir die Basis nicht bald zerstören, können wir die Verbanden nicht aufhalten. Hornet meldet sich zum Dienst. Höre sie laut und deutlich. Allzeit bereit zum Dienst. Konntest du da gerade einen Pelican bauen? Wo? Bei deinem Flughafen-Ding. Nee, Vulture, Nightingale und ein Hornet. Ach, eine Vulture. Ja. Anführerpunkt erhalten. Tja, Fabian. So sieht das aus, ne? Ich hab bald meinen ersten Rang. Graben wir das Gelände um. Worauf warten wir? Los geht's! Fahrzeug Level 2 erforscht. Nachschubmodul Upgrade abgeschlossen. Ein Rang ab 10 Stunden. Bitte? Achso. Brauchen Sie etwas extra schnell erledigt? Ja, ich antworte gerade dem Chat.
Das ist gut, das ist gut. Wenigstens einer. Ja, ich habe mehr Zeit, ich bin ja multitaskingfähig. Ich nicht. Feinde gesichtet. Schicke Koordinaten. Zack. Unser Heilroboter, der ist sofort zur Stelle. Perfekt. Wieder kommen ist er. Ja, und die Wolverines machen auch ihren Job. Ja. Und der Aufklärer fährt blöd rum und weiß nicht, was er tun soll. Befestigungslevel 1 erforscht. Das sind Aufklärer mit Drohnen jetzt, ne? Das weißt du. Hornet meldet sich zum Dienst. Ernsthaft? Jo. Cool. Was siehst du hier? Graben wir das ja. Gelände um. Rufen, du sollst Henrik grüßen. Ja, schönen Gruß von Fabian an Henrik. Warum? Da kann er auch mal hier was schreiben, oder? Der guckt das wahrscheinlich nicht mal, der ist AFK oder so. Der hat's noch. Vielen, vielen Dank trotzdem für den Support. Ich finde das sehr gut. Das machen wir jetzt mal hoch. Und. Zack. Spielezahl erhöhen. Ja, komm. Lass mit Johnny einmal hier. Bisschen kacken. Brauchen Sie etwas extra schnell erledigt? Verstärkungslevel 1 erfolgt. Spirit of Fire, die Barrikade ist zerstört. Wir haben freie Bahn zur Gießerei. Oh. Gute Arbeit, Team. Der Scarab muss funktionsfähig bleiben. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Verbandenbasis entdeckt direkt voraus. Douglas, räumen wir ab. Fahrzeuglevel. Das habe ich gehört. Hast du einen Airstrike für die Panzer? Gute Idee. Scheiße, ey. Alles verballert. Kann mir jemand helfen?
zerstört. Weiter zur Halo-Gießerei. Und vor allen Dingen, das wird immer noch nicht das Ende der Mission sein. Diese Basis. Nein! Sagt da, ja, so. Die Verbanden bringen immer noch Truppen auf das Halo. Uns läuft die Zeit davon. Ob ich Ark spiele? Nein. Also, bisher habe ich auch noch nie gespielt, muss ich gestehen. Also halt nur Conan jetzt. Bisschen. Aber was ich jetzt kann ja noch werden. Ne? Eben, du hast das Spiel, ja. Ja, eben. Geschenk bekommen. Von wem wohl? Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer so blöd war und dafür 10 Euro ausgegeben hat. Ja, netter Spender. Ja. Props nochmal an den. Luft davon. Feuerbasis errichtet. Unsere Basis wird angegriffen. Das ist null zum Boden. Aber die Heildinger, diese ich vergesse den Namen. Heildrohnen. Nein, ja, nein, diese Helis. Ja. Die sind ja richtig nice. Jo, die sind richtig gut, das stimmt. Kaserne errichtet. So, Cyclops habe ich redlich vermisst. Oh, eine kleine Armee hier wieder. Was haben Sie heute für mich? Warthog bereit zum Los. Garage errichtet. Warthog bereit zum Loslegen. Kann jederzeit losgehen. Aufgewärmt und bereit. Wolverine hier, zeig mir meine Ziele. Nee, nee, Cedric hat mir das Spiel geschenkt. Kannst du anfangen? So. Nein. Ja, es war gerade im Angebot und ich hatte noch so 10 Euro auf meinem Steam-Konto. Wusste nicht, wohin damit. Unsere Basis wird angegriffen. Kampfmechaniker erforscht. Kein Problem. Streubesen erforscht. Gausskanone erforscht. Du hast jetzt Ghost Warthogs. Schockmunition erforscht. Tarnung? Nee, die mit Ghostgeschützen. Achso. Die haben dann richtig Dampf dahinter. Wenn die schießen. Fancies,
Haltet sie mir vom Leib, ich bin beschäftigt. Ein Begrüßungskomitee erwartet uns. Da ist aber auch eine Armee aufgetaucht gerade, du. Ja. Unsere Basis wird angegriffen. Artillerie-Einsatz, schaltet schnell die Pistole aus. Alles klar, Pascal, viel Spaß mit dem Hund. Tschüss! 10 Uhr, Hund muss raus. Ich glaube, das wird selbst im Let's Play ein Running Gag werden. Das ist es schon. Wow. Fuck, Alter. Theoretisch kannst du doch jetzt schon rushen, du musst doch nur noch... Ja, aber da war zu... War zu viel? Sammelpunkt festgelegt. Was ist jetzt schon wieder? Cyclops ist bereit, ein paar Fahrzeuge zu schrotten. Was kann ich jetzt diese Blechdosen verprügeln? Da kommt ein Pferd bereit zum Feuer. Wo ist er jetzt hier gestorben? Glaube ich noch ein Upgrade für die Scorpion. Beeilung! Mit jeder weiteren Minute verlieren wir an Boden. Oh, ich muss das jetzt sortieren hier. Gucken zu weisen. Was haben Sie heute? Anführerfähigkeit bereit. Systeme justiert. Bord kann ich endlich diese Blechdosen verprügeln. Bereit, ein paar Rüstungsgrenzen. Sammelpunkt festgelegt. Genau so soll. Boah, endlich. Feindliches Gebäude zerstört. Anführerfähigkeit bereit.
wird angegriffen. So. Ah, das war's dann. Wir haben ein feindliches Gebäude zerstört. Jo. Das war's. Jetzt können Sie keine Truppen mehr schicken. Das war spaßig. Wie lauten die nächsten Befehle? Wir brauchen sie auf dem Ring. Wir haben die Verstärkungen der Verbanden zwar aufgehalten, aber Atriox hat schon eine starke Streitmacht da oben. Über den Zugangspunkt gelangen sie auf den Ring. Platzieren sie hinter sich eine Sprengladung. Jerome ist auf dem Weg. Melden sie sich dann bei ihm. Jawohl, Sir. Wird schön, das ganze Team wieder beisammen zu haben. Ja. Wir haben natürlich nur Silber geholt, aber die Mission ist fertig. Ein wohlverdienter Sieg.